choice, go fight against your fate. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Honkai Star Rail. Was so? Ah, Parfüm. Ja, wir sind immer noch in der Story Quest, in der Trailblazer Quest. Heißen die so auf Deutsch? Ich habe wieder gerade. Ich tue nur auf Deutsch spielen, wenn ich die Aufnahme ja starten bin. Deswegen. Sonst bin ich die ganze Zeit immer auf Englisch im Spiel, deswegen weiß ich das nicht. Ja, Trailblaze Mission. Diese Quest hieß ehrlich gesagt in Englisch Heaven is a place on earth. Also so wieder Lied, ne? Deswegen weiß ich nicht. War interessant. Paradies auf Erden, das hört sich da ein bisschen komisch an. So, egal. Wir sind hier immer noch mit Aventurin unterwegs. Wir hatten eine Menge Cutscenes in der letzten Zeit. Warum laufe ich hier mit. Ohne Alecino, falsches Mio-Spiel. Ja, ich habe Topaz letztens im Team reingenommen, ne? Okay, nehmen wir wieder so, ne? Mach mal so. Ich will die Pinakuni-Charaktere nehmen. Ich wünschte, ich hätte einen Pinakuni. Ich habe einen Pinakuni-Heiler, merke ich gerade, aber der ist nicht hochtrainiert. Galaga. Schaffe ich das, ohne einen Heiler hier durchzukommen? Ich glaube nicht. Mit Safe sicher nicht. Nicht, wenn ich irgendwie, weiß nicht. Irgendwann, weiß nicht. Bosskampf oder so. Machen muss oder so, keine Ahnung. Was auch immer. So, wir sind hier. Ich hoffe, ihr geht es ein bisschen schneller voran, so storymäßig. Ich habe irgendwie mal bei Wikipedia nachgeguckt. Ich habe mich jetzt nicht über die Story gespoilert oder so, aber ich habe nur mal geguckt, so ich habe einfach nur Trailblaze Mission eingegeben, um zu gucken, wie viele Quests noch von der Hauptstory her kommen werden. Wir sind so ungefähr bei der Hälfte von dieser Version angekommen, ne? Ja, da sind noch irgendwie 3-4 Quests, die wir für diese Story machen müssen. Ich weiß nicht, wie lange die dauern, ne? Diese, weiß nicht. Ich glaube, die letzte Folge, die ich aufgenommen habe, das waren schon die letzten 2, die da aufgelistet waren. Also das ging irgendwie schneller, oder die letzten 3 sogar. Also weiß nicht, ob jetzt als von jetzt an sehr viel schneller geht oder ob die 4 kürzer sind, als ich mir denke, aber ja, guck mal, wie das hier geht, ne? Wenn nicht, dann müssen wir halt hier wieder sitzen und hier sehr viele Cutscenes uns anhören, wie in Genshin bei den Streams dauern. So, Che Bro. Wie geht's? In der letzten Folge war Aventurin ja ein bisschen in Schwierigkeiten, ne? Und ja, wurde von Sonntag mehr oder weniger erpresst, während unsere Hauptcharaktere sind doch so ein bisschen so random irgendwie durch die Gegend irgendwie düsen. Welt enthält sich mit Acheron, unsere Hauptcharaktere, also beide Hauptcharakter, siebter März. Und Himeko sind hier, haben sich mit Galaga unterhalten und ja, wir sind jetzt wieder hier und sehen, was Aventurin so macht, ne? Hier, ich habe diese Edelsteine für dich. Ich hab vergessen, was wir noch mal machen mussten. Ja, ich mache das alles für Cloud. Ich bin halt ein YouTuber. Das ist mein normales Mindset. Was muss Aventurin noch mal machen? Ich habe es vergessen. また死を恐れない若者か忠告しておくが自分の考えが進んでいるとは思わないことだし、そんな
Komm, wo kommt das nochmal? Ja, ich nehme mal kurz den Schnelltod. Oh, ist das mit Glühwürmchen passiert? Das heißt, Glühwürmchen ist noch am Leben, ne? Weil sie wurde ja auch hier erstochen von dem Teil, ne? Er hat mehr oder weniger gerade confirmed, dass Glühwürmchen am Leben ist. あの記憶域ミームに似てるけど構想ビルと明かりは死にはなんの関係もなさそうだ多分噂で作り上げられたドリームバブルだろうな。じゃあ、じゃあ、ロビンはさっきもあるよね。見てみましょう。頭の中に何かあるような感じがする。超あの影響って初めてる。いや、してまま、ごろがみんなの、そ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 の
ピノコニーで一番優秀なハウンドとして君は密航者と接触したことはある？密航者？ピノコニーに密航者なんているはずないじゃありませんか。どこでそんな話を聞いたんですか。そっか、わかった。じゃあお仕事頑張ってね。やっぱりファミリーはカンパニーに何も教えてくれないな。 Weiß auch nicht, hat er von der EFK sind, ne? Na gut. Was für Drogen hat der Typ mir gegeben? Sonntag. Bocci. Ja, ich habe diese Edelsteine für dich. Hey, das bist du. Wie interessant. Das ist... So, wie viele muss ich noch verteilen? Okay. So. Uma. So, das ist die Stimme, die ich erwartet habe. Hier, ich habe diese Edelsteine für dich. Aber es sollen angeblich auch Erwachsene sein, ne? Diese Kinder mit dem Bommel auf den Köpfen. So irgendwie so eine Rasse sein hier. あなたも体を金箔を分け与える王子になって、ヨーコールで鉛の心臓を溶かしたいのですか？王子だなんて、それは持ち上げすぎだよ。僕はただこの宝石で君にあることを教えてもらいたいだけさ。君ほどのキャリアを持つ調査報道記者なら、使徒も接触したことがあるんじゃないかと思ってね。あら。 あなたも好奇心旺盛なんですね。実はそれは私が業界に入った時に一番やりたかったテーマなんです。でも局長からストップをかけられてしまって。その局長は何て言って君を説得したんだい？理由は大した物じゃなくて、ただそんな根も葉もない都市伝説を報道したら 私たちはサンリューメディアだと思われてしまうと言っていました。よく考えてみたら、それも一理あるかと思いまして。誕生日にろうそくを吹き消すと悪夢の幽霊に取り憑かれるとか、そんな報道をするのは正直プロの仕事とは言えませんからね。それは何とも不思議な話だね。いずれにしても話してくれてありがとう。 Okay. Okay, reiß dich zusammen. Oh. Mein Gott, hier würde ich auch durchdrehen mit der ganzen Musik und den ganzen Geräuschen. Wenn es mir schon vorher schlecht geht. Hier, nimm ein paar Edelsteine. Boku
ささやかなものだけど受け取ってくれると嬉しいな。本当に？まさか僕が他の人からプレゼントをもらえるなんて。僕の両親じゃなくてこの僕が。ありがとう、本当にありがとう。落ち着いて。実は君に少し聞きたいことがあるんだ。やっぱりか。何を知りたいんだい？僕の父さんのこと？それとも母さんのこと？Meine Eltern interessieren mich nicht. 僕が聞きたいのは、無教の中で死に関する話を聞いたことがあるかってことさ。Sag mir, tust du bluten? 君も僕の父さんと同じことを言うんだな。父さんも危険はどこにでもある。夢の中でも油断してはいけないって言ってた。父さんはオムニックだから。夢に入る方法が有機生命体とは違うんだ。Was ist ein Omnic? 仮に危険なことがあっても、無教の中では僕を守れない。守る？身の安全も父さんに守ってもらわないといけないなんて。僕は本当に父さんに遠く及ばないな。皮肉だ。本当になんて皮肉なんだ。そのもっと楽観的になってもいいんじゃないかな。瑠璃も針も照らせば光るっていうさ。Okay, verteile die letzten Edelsteine. Ups. が言ったことを覚えてる？君たちツガンニア人はマンホールの中にいるのがお似合いだって。Sie hat Hanabi gesagt. あちこちこそこそ嗅ぎ回ってるみたいだけど。そんな石の匂いが魅力的なの？クジャクちゃん。君か。ロビンが死んだ後。テレビに現れた代役は君だってことにもっと早く気づくべきだったよ、仮面の愚者。君、ファミリーに呪いをかけられたんでしょ？あんなあからさまのヒントをあげたのにな。口の聞けない人を仲間にしてみたらってこんな簡単な言葉なのに。その結果はどう？君は失敗したどころか自分を犠牲にすることになった。確かに口の聞けない人を仲間にするようにとは言ったけど、君自身が率先して口の聞けない人になれなんて言ってないのに。ほんと人の親切を無駄にするんだから。どういう意味だい？花火より君の方がよく分かってるんじゃない？歌えない小鳥が目の前で死んでいくのを黙って見てたのは誰？もちろん君だよね、クジャクちゃん。僕が聞いてるのは口の聞けない人になるの意味なんだけど。分かってて聞いてるでしょう。もうすぐ君も彼女と同じように永遠に口を聞けなくなるってことだよ。でもまあ花火としてはそれも悪いことじゃないんだけどね。だって僕が真実に触れようとしてるからだろ。ふん。愚者、僕がこんなチャチなバッグを持って街中で安っぽい宝石を配ってたのはなんでだと思う？全部君に見せるためさ。僕がうろたえればうろたえるほど君を釣れる可能性が上がる。ずっと君を待ってたんだ。こんなに頑張ったんだから、ご褒美として答えを教えてくれてもいいんじゃないか？
なんで花火が君を助けないといけないの？君はピノコニーを大混乱に陥らせたいんだろう。僕にはそれができる。ただ一つだけ確かめたいことがあるんだ。あの時君が僕に言った口を聞けない人っていうのは本当にロビンのことだったのか？オス。もしいいやって言ったら？ありがとう。その言葉がこんなに親切に聞こえたのは初めてだ。なるほどね。花火君を見くびってたみたい。でもそれがどうしたっていうの？教えてあげる。口の聞けない人って定義に当てはまる人はもともと二人いたの。でもロビンは死んじゃって、もう一人はまだピノコニーにいるけど、多分もう君には見つけられないだろうね。グシャ、今なら確信を持って言える。僕は最初から正しい道を進んでた。ちっとも間違ってなかったってね。今の僕に足りないものは二つだけ。一つは真実の裏にある意味、もう一つはそれを明らかにする方法だ。そっかそっか、よかった。また花火の大好きな向上っぷりを見せてくれる気になったんだね。でもそれって何も分かってないってことじゃないの？いや、これまでに見つけた様々な痕跡からそれが確実に存在することは証明できてる。それで十分だ。今挙げた2つの問題の答えについては16システム時間あれば全てを明らかに。Kannst du ein bisschen hin? Stunde. 16システム時間？本当に足りるの？それならもう少し君を焚きつけてあげようかな。はい、これあげる。これは花火のコレクションの相互保証破滅ボタン。花火も同じのを持ってるんだ。花火か君のどっちかがこれを押せば、もう一人はすぐにピノコニーもろとも爆発するの。もし君が本当にカンパニーをピノコニーに引き入れたくて我慢できなくなったら、ゲームテーブルそのものをひっくり返すのも一つの手だよ。最初からやり直せばいいんだから。カンパニーってそういうの得意でしょ。だからどうしようもなくなった時はそれを押して。もちろん花火に連絡してくれてもいいけどね。花火の最後の気遣いだと思って。そんなに危険なのか。ファミリーは君の言葉を真に受けなかったんだね。そうじゃなければ君がこれを持ち込むこともなかっただろう。君は花火にはそれができるってことだけ知ってればいいの。残念だけど君の提案は断らせてもらう。君のおもちゃが本当に役に立つかどうかわからないし、僕は君の言う口の聞けない友人を探しに行くつもりもないからね。まあその人がまだピノコニーにいるって聞けたのは嬉しかったけど、後のことは自分でどうにかする。ファミリーの崩壊を祝うためのショーを用意するんだ。クライマックスでは高い壁が崩れ落ち、人々が目覚め、口の聞けない人も再び声を発することになる。その時が来たらボタンを押して盛大な花火で盛り上げてくれ。それじゃあまたね、グシャ。この子に及んでまだそんな大口を叩けるなんて。でも約束だよ、絶対花火をがっかりさせないでよね。Okay. Mehr Hintergrundgeschichte.
戻ったか35番。その御守は気に入ったか。商品コードもお守りになるのか。黙れ。発言を許可した覚えはないぞ。津賀にやろう。もうすぐ分かった。フラーゲ。 あの黒いスーツの連中は多くを語らなかったからな。お前が一体どんな手段を使ってあの大虐殺を生き残ったのかは知らねえ。だが俺はお前が幸運だと思って買い取ることにした。今後お前とお前の運は俺の財産だ。わかったか。 お前への最初の命令は至ってシンプルだ。俺はお前の他にも30、いや34人の奴隷を買った。そいつらとゲームをしろ。2日間生き延びることができればお前の力が本物だという証明になる。狂ってるな。 Er hat einfach nur ein paar Leute gekauft, damit die sich gegenseitig abmetzeln. お前は見た目が悪くない。 だから大勢の客がガリガリに痩せたお前にかけてるんだ。さあ行け。俺を失望させるなよ。いくら使った？あ、なんだって。Was tust du nicht, was? 一体いくらで僕を買ったんだ？ 知りたいか。いいだろう。知りたいなら教えてやる。60タガンバだ。あんたと賭けをしたい。60の半分、30。もし僕が生きて戻れたら、それを僕にくれ。賭けるかい？ 俺と賭けをしたいだと。なかなか骨があるじゃねえか。だが悪いな、それはできねえ相談だ。奴隷、自分の立場を忘れるな。お前にはテーブルにつく資格なんざないんだよ。お前はただのチップ。 他人に握られて投げられるだけの命だ。さあ、主人のためにもっと多くのチップを持ち帰ってこい。それができないなら二度と帰ってくるな。オールオアナッシング。俺の顔に泥を塗るんじゃねえぞ、ラッキーボーイ。 Wieder zurück zu uns. Gyanaga, ここではあんなつまらない飲み物なんか置かない。あと、バーの中にあるものは。Sieht aus, als könnte sie ein Spielbarcharakter sein. Sie vom Design schon, ja.
Ich glaube, das ist sehr fein. Sebaru tte dare? Zehi tomo shoukai shite hoshii ne. Ah, kikoete ta. Anmari soitsura wa karakawanai de kure, Shibon. Omae no te o wazurawaseru made mo nai. Kyou wa ore ga ude o furu o. Toshi o totta kara sukoshi wa rihabiri shinai to. Katsute no nariwai o wasure chimai sou da. Nomimono no zairyou wa doko ni oite aru? それなら全部カウンターの下にあるよ。せっかく遠くからお客さんが来てくれたなら、今日はスペシャルドリンクを振る舞ってあげたら。ああ、そのつもりだ。お前らちょっと手伝ってくれないか。バーの中を探して好きな材料を持ってきてほしいんだ。そう、meine eigenen Zutaten。事件の話をするなら長くなるだろうから、お前らに合ったカクテルを用意してやる。カスタムメイドでノンアルコールだな。Also sind unsere Charaktere unter 18. Bestätigt. ここは無教だよ。可愛いお嬢さん。あんたが望めばどんなものでも飲むことができる。安心、上、迷い、嫌気。どんなものでもあるの。うちのこと可愛いお嬢さんって言ってくれた。現実世界でも。カクテルはただの酒と食材の融合じゃない。バーテンダーはカウンターの雰囲気を捉え。Trotzdem willst du, dass ich die Zutaten aussuche, wo ich keine Ahnung habe. そうすることで、お客さんと一緒にそれぞれの人生の味を作り出せるんだ。Und trotzdem soll ich die aussuchen, die Zutaten. 何が飲めるかは運次第ってことだ。Also bringt, aber was? Also jetzt doch nicht. Boah. Also was denn jetzt? Muss man darüber nachdenken, oder nicht? Okay. War schon mal hier, ja, ne? Ja, ich glaube ja. So. Boah, ich hoffe wirklich mit Sparkle irgendwie hat es irgendwie so was auf sich, so keine Ahnung, dass irgendwie eine größere Rolle hat in dieser Storyline, ne? Irgendwie war nicht so einer der Hauptbösewichte wird oder irgendwie so was, ne? Von diesem Story Arc, weil ich mag sie. Die ist definitiv Best Girl von Pinakuni. Best Charakter. Best Girl nach Silberwolf. Und ja, ich mag sie jedes Mal, wenn sie auf dem Bildschirm ist. Ihr Trailer, der irgendwie vor, ich glaube, Monat oder so rausgekommen ist, hat schon mehr Views als der von Furina aus Genshin Impact, welcher auch, als er rausgekommen ist, schon, weil nicht. Der Trailer kam irgendwie so ein halbes Jahr raus, glaube ich, vor einem halben Jahr von Furina, ne? Und der hatte, glaube ich, irgendwie so 11 Millionen Aufrufe mittlerweile, ne? Der Trailer von Sparkle kam vor einem Monat raus und hat jetzt schon 11 Millionen Aufrufe. Also, ja. Und die sind eigentlich beide relativ gut, ne? Deswegen, ja, sehr, sehr populärer Charakter. Deswegen hoffe ich, mit ihr hat es irgendwie ein bisschen mehr so Aufsicht, ne? So, habe ich gerade einen Vogel gehört? Ich glaube, ich habe hier aber schon alle Vögel, ne? Well. Oh. Hier ist das Gebiet, wo ich mit Aventurin war, anscheinend. Katzen im Taubenschwarm. Ich weiß nicht, wie weit wir sind. Wie gesagt, ich habe ja mal eine Liste angeschaut. So, wie viele Quests noch von der Trailblazer-Mission kommen. Ich weiß jetzt den Namen nicht mal auswendig. Weil wir waren so ungefähr bei der Hälfte. Weil da natürlich nicht, wie lange die Quests hier sind, ne? Und wann ich eine abgeschlossen habe oder nicht. Ich glaube nicht, dass ich eine abgeschlossen habe, weil ich noch keine Belohnung habe. Aber ich weiß nicht, ob die Belohnung jetzt irgendwie, ob ich die jetzt nur bekomme, wenn ich alle abschließe oder nicht. Von daher kann man Schauspieler von der Familie Iris hier und ist mit Sobia aneinander geraten. Also lassen Gegner sogar in Träumen Goldmünzen fallen? Ja, meine Truppe muss ich mal bearbeiten, glaube ich. Ja, die ist definitiv ein spielbarer Charakter in Zukunft, ne? Sie sieht viel zu detailliert und was mir aufgefallen ist, man kann eigentlich relativ schnell erkennen, wer spielbar ist und wer nicht, wenn man die Charaktere so anschaut, ne? Rezept alles oder nichts, cool. Weil wir haben ganz eindeutig hier natürlich noch andere. Hier, guck ich mal einer meinen Charakter. Warum laufe ich eigentlich mit meinem Charakter herum hier?
Also ich habe mit dem Team hier irgendwie war nicht wöchentliche Bosse heute gemacht oder gestern, ne? Ich möchte mit diesem Team, ne? Ja. So. Man kann relativ gut immer erkennen, wann ein Charakter spielbar ist, wenn man sich die Kleidung schon anschaut, ne? Hier war nicht hier diese Falte, die sie hier an ihrer Brust hat, ne? Hier, die ja so abhängt. Das ist natürlich alles gerendert. Ich versuche mal, ob ich irgendwie so ein NPC kann ich mich irgendwo hin teleportieren, um irgendwie zu erklären, wie ich das meine, ne? Gehen wir mal zu irgendeinem anderen NPC. In Genshin ist das jedenfalls so. Ich weiß auch gar nicht, ob das in diesem Spiel ist. Laufen wir auf irgendeinen NPC herum, ne? Hier zum Beispiel, ne? Der Typ. Bei dem sind seine, ist mehr oder weniger seine Klamotten sind sozusagen alle. Ja, er hat ja so eine Weste an, ne? Aber die ist ganz eindeutig nur auf sein Modell drauf gedruckt, ne? Ja, die Weste ist irgendwie gar nicht hier so. Ich weiß, sieht ein bisschen komisch aus, wo ich hier gerade ranzoome, aber seine Weste ist irgendwie weit nicht so, hat nicht irgendwie so eigene Physiken, ne? Die ist einfach nur an das Modell so dran gemalt, ne? Das ist bei jedem Charakter, der irgendwie ein NPC ist, ne? So ein normaler NPC, ne? So. Hier. Also die NPCs sind eigentlich nur bemalt mit Klamotten, ne? Ja, sie auch, ne? Ja, sie hat auch so eine ähnliche Weste an, ne? Aber die hängt irgendwie nicht so ab wie bei ihr, ne? Bei ihr geht das hier so ab, ne? Bei ihr ist sie irgendwie, weil nicht die Klamotte irgendwie geht irgendwie so ab, ne? Sie hat irgendwie ihre eigenen, weil nicht eigenen Physiken. Hier diese Schleife, die Topaz hier hat zum Beispiel, hängt bei ihr ab und ist nicht auf ihr so drauf gedruckt oder so, ne? Die Weste hier ist auch nicht so glatt auf sie drauf gemalt. Also daran kann man eigentlich schon immer erkennen, ob ein Charakter spielbar ist oder nicht, je nachdem, wie detailliert die Charaktere gerendert sind. Ne? Wenn ein Charakter irgendwie nur so ein bemalter, so ein Charakter mit bemalten Klamotten ist, dann ist er definitiv ein NPC. Das ist irgendwie so ein Giveaway irgendwie, um zu erkennen, ob ein Charakter irgendwann mal spielbar wird oder nicht. Wo ist hier die eine Kollegin? Ich bin mir jetzt ziemlich sicher, sie hatte auch nicht. Ne? Na, guck mal. Oder? Weiß ich nicht. Ne. Ja, sie, ihre Krawatte, die hängt zum Beispiel so ab. Hab ich, glaube ich, gesehen gerade. Diese Sonnenbrille da ist, glaube ich, auch, hängt irgendwie auch so, ja. Sieht man gerade, so sieht man ein bisschen schlecht, aber ihre Sonnenbrille hängt auch irgendwie so ab von ihrem Körper und ist nicht so einfach nur dran gedruckt an ihren Körper, ne? Also daran kann man eigentlich schon erkennen, wie wichtig ein Charakter ist, ne? Weil ist klar, die tun natürlich hier nicht so neben Charakter so voll rendern und so und so detailliert irgendwie so programmieren und so und tun einfach nur so, weil nicht so ein paar Klamotten irgendwie so an die dran klatschen und dran malen, ne? Die müssen nicht so detailliert sein, aber da, also daran kann man sozusagen erkennen, ob ein Charakter irgendwann mal spielbar wird oder Potenzial hat, spielbar zu werden oder nicht. Weil es dann ganz offensichtlich ist, ja, diesen Charakter haben wir ein bisschen mehr Arbeit reingepackt. Und wenn wir schon mehr Arbeit reingepackt haben, dann ja, wird das schon einen Grund haben, ne? So, was hat sie gesagt? Von einem halben Bernstein-Zeitalter? Vielleicht ist es noch nicht abgelaufen. Es gealtert wie feiner Wein.私のコレクションのシロップが気に入ったの。大丈夫。ここは夢の中だから、お腹を壊したりはしない。ずっと置きっぱなしにしてたけど、味は保証するよ。遠慮しないで持って行って。あんたたちみたいな可愛いお客さんをもてなすのにはちょうどいいからさ。じゃあ、とりあえず持って行こうか。待って、もう一回レセプト入れちゃう。結構集まったね。これでとりあえず。 Okay, hier waren noch mehr Sachen zum Einsammeln, glaube ich. So, ja, wir haben hier so Rezepte freigeschaltet. Hier diese, die kann man irgendwie so einsetzen. Das sind so Sachen. So, habe ich nicht gerade.
Rezept. Normalerweise sind die mal ganz oben angelistet. Okay. Ich nehme mal, da waren keine richtigen Rezepte. Muss ich nicht. Normalerweise werden die mal ganz oben angelistet. Warte mal, eine sah aus wie so ein. Wie so eine. Genauso Dinger, die man sammeln kann. Ihr Rezept. Okay, Missionsgegenstand. Okay, ich dachte halt. Das sind ja irgendwie so Gegenstände, die man sich herstellen kann. Die kann man außerhalb von Kämpfen einsetzen. So, hier, yeah, aber. Stellt nach der Verwendung sofort 10% der maximalen AP eines handlungsunfähigen Verbündeten. Ja, so eine Phoenix-Fehler hier, ne? Aber diese Dinger benutze ich nie. Ich tue die immer herstellen. Man muss immer so jede Woche so 20 von denen herstellen, um hier mir die Dinger hier zu füllen und so, ne? Den Pass. Aber benutzen tue ich die nicht. Ich habe die. Ich tue keine Gegenstände in diesem Spiel benutzen, also ja. So. Fonta. Ein anderes ist hier gemacht. Vielleicht wurde es als Dekoration hergestellt. Hey, nicht schütteln, so schütteln. So durchgeschüttelt können wir es nicht in dein Getränk geben. Vielleicht wurde das Eis als Dekoration hergestellt. Okay. Ja. Seelfroh Classic. Himeko, ich kann mit dir nicht reden. Okay. Also noch irgendwas. Irgendwo habe ich noch was gesehen, glaube ich. Oh Gott. Oh ja. Ja, natürlich alles hier auf. Ein Beutel voller Müll ausgeben? Lob der Moral ausgeben? Hier. Du steckst einen Beutel voller Müll in den leeren Becher. Müll 1 recyceln. Nein, ich habe echt, etwas Müll hier reingepackt. Nein. Und Müll ist ehrlich gesagt ein benutzbarer Gegenstand in diesem Spiel. Ne, ich glaube, der tut einen irgendwie Schaden oder so. Hier Müll. Nach Verwendung verliert ein anvisierter Verbündeter sofort LP und in Höhe von 15% seiner Maximum LP. Ja. Ja, Müll ist ein benutzbarer Gegenstand in diesem Spiel. So, ich weiß nicht, ob ich diese Dinger ja noch einsammle, aber warum nicht, ne? Ich glaube, das war's. So, was hier los? So, und sie ist ein unbedeutender Charakter, weil guck mal ihre Kleidung an. Aber ich glaube, Siofan ist auch nicht ein wichtiger Charakter. Ich glaube, ihre Sachen sind auch angemalt, ne? Ich muss sie mal von verschiedenen Perspektiven sehen. Pinocchio
何度も同じことを言わせないで。わかった。首を縦に振らないなら私もどこにも行かないわ。炭酸入りの飲み物をちょうだい。甘いやつで氷をたくさん入れてね。ちょっと待ってなさい。どうしよう、あの人にカウンターを占領されたら事件について話せなくなっちゃう。さっき使ったクロックトリックもう一度やってもらっていい？Oh mein Gott. Darauf habe ich nur gewartet. Du, deine Emotionen sind in meiner Hand. Ihre Klammern sind viel detaillierter. Das ist echt notwendig. Sirfon hat gerade gesagt, du kannst alles versuchen, wenn du wünschst. Vielleicht kannst du verschiedene Dinge ausprobieren und herausfinden, was mit unterschiedlichen Stimmen, unterschiedlichen Getränken, Zutaten gebaut werden können. Alles klar, ich hätte sowieso alle Sachen ausprobiert. So, sie ist gerade ruhig, wütend, fröhlich, traurig. So, wütend. アイリスケの人たちが死亡を追い詰めたから、彼女はここに隠れてモンスターバーを開くしかなくなる。ディセクションを作るのの修羅場が待って。アイリスケの陰謀のせい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 。アイリスケ
手の届かない夢の前祝いってことで。Mir gefüllt ihr eure hohlen Gläser mit prickelnd weißer Traubenlimonade. Den letzten Satz habe ich wieder nicht gelesen. Aber ich habe dich doch gerade fröhlich gemacht. Die Trauer haben wir. Wir sind schon hinter der Trauer. Haben wir schon hinter uns. Ja, ich gebe das Geld an ihr weiter. Sag ich, während ich das Geld annehme und in meine eigene Jackentasche reinpacke. Ja, ich werde es ihr geben. Ich habe es ihr gegeben. Es ist schon weg. Ja, ich mag sie. 準備ができたらギャラガーのところに行きなさい。今頃うずうずしてると思うから。Okay. Aber ich soll jetzt von den ganzen Sachen jetzt wahrscheinlich aussuchen, weil ich mir ja mixen will, ne? あれこれ言ったが、カクテル作りはお前が思うほど複雑じゃない。好きな材料を選んで全部ぶち込んで混ぜるだけだ。バーの中を見て回って 好きな材料を持ってこい。決まったら俺に声をかけてくれ。俺は、そんなに、さ、見て、バーチャ。はい、はい、じゃないか。どれどれ。どれどれ。面白いものを持ってきたな。さ、選んでくれ。お、ガッ。それぞれの飲み物には独特のフレーバーがあって、普通はベースとなる材料から第一印象と後味の余韻を決めるんだ。どの材料をベースにしたい？ Ich hätte gerne Seelfroh Classic, nur um die. Ich weiß, dieser wird ja keine Seelfroh, aber ja. Ich habe gehört, ihr mögt dieses Getränk hier nicht. Chemische Reaktion in meinem Mund. Alles gleich. Eine bessere Zukunft entgegen. Alles oder nichts. All in. Yes. まるでナイフで切ったんじゃないかと思うくらい深くなってた。口ごもりながら話をする姿は息を吐くことすらできずに、ただ胸の中に空気を溜め込んでいるようだった。だが俺はその晩のピノコニーがこの匂いを放っていることに気がついたんだ。ミハイル。これでいいな。ええ、名前も覚えてる。 Diese Stimmen hier in dem Eingebiet. Schuhe mit konzentrierten Drehungen, konzentrisch Hanuszeichen, Zitronenscheibe in Münzenform. Ja, Hanus. このさらば愛しき人よで、お前に敬意を示そう。フォトだファン。真実を追い求めるもの。果たせなかった願いに乾杯。やるじゃない、ギャラ。はい、ぜひだって、ingenきび。ではなまってないみたいだね。お前ら満足してもらえたか？この味、スラダよりずっと複雑だね。 Das ist die Episode, wo wir über Essen und Trinken reden. Gibt es in jeder Anime oder jeden Anime basierten Spiel. Bei Genshin gibt es auch andere.
Wenn wir nur wüssten, wo wir diesen Typen finden jetzt. Oh, ich bin hier. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Diesen Namen habe ich in meinen Traum gehört, genau. あんたがあの仮面の愚者の女の子に気絶させられた時、誰かがその名前をつぶやくのを聞いたんだよね。ええ、いろいろ知ってるみたいだな。やっぱり俺の目に狂いはなかったようだ。これで正直に話さない理由もなくなった。さあ、事件についての話を。もちろん、そのミハイルに関する話もついでにな。 結論から言おう。ファミリーが持っている手がかりによれば、そのホタルって女の子は地元の人間でも正体を受けてやってきた客でもない。つまり、彼女は正真正銘の密航者だ。俺も彼女に騙された。本当に年を取ったもんだな。だが宴の星では密航はそれほど珍しいことじゃないし、捜査も難しくはない。事件の後、 ハウンドたちはすぐに行動を起こし、無教と現実世界の両方から追跡を開始した。ところが結果は悪い知らせが一つ舞い込んできただけだった。しかもとんでも無く悩ましい知らせかな。その子は忽然と姿を消したんだ。夢の中には何の痕跡も残ってない。現実世界でも一向に体が見つからない。まるで俺は危ないし。ピノコニーに来ていなかったかのように。え、それってつまり。ええ。See, a ghost? いい例えだな。うん。今のは例えだよな。はっきり言うが、彼女の状況はお前らは愚か、ハウンド家にとっても初めてのことなんだ。初めて。 それはつまりピノコニーには確かに死が存在するってこと。見られた以上もう隠す必要もないな。街には華やかな一面もあれば、人には言えないような裏の面もあるってことだ。大人の世界のことは詳しく説明するまでもないだろう。この程度のことでファミリーに疑いをかけるのは単純すぎる。夢の中にも予期せぬ死はあるが、 それがどうした。そんな極めて低い確率で起こる事件が影響するのはごく少数の人間に限られてる。本当にこの事件について詳しく調べたいなら、ファミリーの本当の困難を理解することだ。そこでさっきのミハイルの話につながるのね。鋭いな。請求列車もあのオルゴールを受け取ったんだろう。 中にどんな秘密が隠されてるか知ってるか。夢の中で不可能を見届け、ピノコニーの父、時計屋の遺産を探し出し、生命体はなぜ眠るのかという問いにお答えください、というメッセージがあったわ。一文字も間違ってないな。ちょっと何笑って、まさかあんたが書いたの。なかなか文才あるんだね。 俺は事件を捜査してる保安官だぞ。知らないわけがないだろう。お前らだってこのメッセージがファミリーから出されたものじゃないことに、もっと言えば両者の関係がそれほど良好ではないことに気づいてるんじゃないか。まだ推測の息を出ないけど、正直ピノコニーの父が実質的な管理者とそこまで折り合いが悪いだなんて信じがたいもの。 そうか。なら教えてやろう。その推測は正しい。ファミリーはずっと前から時計屋を敵視していたが、彼は神出鬼没でハウンドたちもなかなか捕まえられずにいたんだ。あの人はまるで自分が作り上げた商業神話の中にしか存在しない人物かのようだった。そこでさらに聞きたい。
時計屋は外の世界にそういう冗談めいた情報を流してあんたらを招きここを混乱させている。なぜファミリーがそれを容認しているのか考えたことはあるか。あんたたちはこの機会を利用して時計屋の尻尾をつかもうとしてるの。スパークルの Uhrmacher。今ならなぜ多くの人たちの調査協力を依頼しておきながらあんたらにいろいろと隠し事をしていたのかもわかるだろう。それは時計屋は夢の地の伝説なんかじゃなくピノコニーの分家史上最大の汚点であり全ての無教の異変の発端だからだ。スパークル、ね。Was hast du mit Mikael? Was hat das mit Mikael zu tun? Mada Wakaranaika. Orega Itainoa Mihail. Family no Uragirimon. Karekosa Yumena Tokeyananda. Okay. Einige Zeit später. Ora.クラークフィルムランド。ピノコニーの最新規の映画エンタメセンターだ。時計屋の話をするんじゃなかったの？フリンクサイト。グロンツ。にでも行くのかと思ったのに、なんでこんな場所に？町の文化ってのは歴史において最も信憑性のある注釈だ。お前からしたらここは遊び場かもしれないが、俺の目には監獄に見える。この星の過去を閉じ込めるためのな。ピノコニーが昔カンパニーの監獄生だったことは知ってるだろう。囚人たちはここに送られガーデンオブリクレクションのために大ホールから漏れ出した屋室を回収していた。そして長期的に高濃度の屋室にさらされていた監獄ではある特殊な現象が生じた。無数の個体の夢が交錯して人々は夢の中で出会い、現実世界のような生活を送るようになったんだ。だが、何事にも代償はある。美しい夢も例外じゃない。結局、無教も人々の現実世界での苦しみを解消することができずに、一人の囚人の導きによって、辺境の監獄はカンパニーの鎖を断ち、自由のために戦い始めたのさ。彼こそが、ブラザーハルだ。無教の町の兄貴分。ハルの立役者にして弱き者の永遠の仲間。Anscheinend ist die Clocky Zeichentrickserien weiter eine Doku. 歴史とは常に勝者によって書かれるものだが、芸術的な編纂を除けば。クロックボーイはピノコニーの歴史を背景として操作されたドクターストーン。何しドクターストーン。いや、ドクターストーンね。このキャラクターたちは、ファインフォンハルは、やっぱり、はるか遠い過去にも生きていた。それが分かれば、俺たちがどうしてここに来たのかも分かるだろう。いや、見せるのに、テーマパークも、メダルを取れん。Ja, Conti, hier mein Schweinchen ist. Ja, Topaz, das Schweinchen hat die Fähigkeit, hier Schätze aufzuspüren. Deswegen ist er direkt weggerannt. Ja, mal dahin, damit er sich hier abregt. Ja, das Schweinchen hat die Fähigkeit, hier Schätze aufzuspüren und ja. Er macht es ein bisschen einfach, Schätze zu finden. Ja, so, neues Gebiet, cool. So, haben wir die Quest gerade abgeschlossen oder bin ich mit einer Katze in Taubenschwarm? Nein. So, warte mal, irgendwas habe ich gerade bekommen oder bin ich mit einem Erfolg, genau. Genau, hier kann man glaube ich auch nachgucken, ne? So, 27, da, wir haben noch zwei Sachen. Ja, hier kann man eigentlich erkennen, wie viele Sachen noch übrig sind. Hier sind noch zwei Missionen anscheinend übrig, ne? Sie sagten, sie wollen sterben. Sie sagte, sie wolle sterben. Sibyl, was willst du? Alles klar, gut. Aber dann machen wir in der nächsten Folge weiter, ne? Wo wir hier dieses neue Gebiet erkunden in Pinakuni, dem Vergnügungspark, ne? Laufen wir mit ihr mal rum, weil wir sie mal wieder gesehen haben. Als Acheron haben wir irgendwie gar nicht mehr gesehen, so richtig, ne?
Ich habe sehr zeigen, wie ihr gepolt und vorbereitet, um irgendwie, weiß ich, eine Story zu integrieren, aber sie kam gar nicht mehr vor. Ja. Sie hockt die ganze Zeit hier mit Welt irgendwie gerade ab. Gut, ich würde sagen, das war's aber für diese Folge. In der nächsten Folge schauen wir uns hier mal um, gucken mal, was hier los ist und lernen mal so ein bisschen was über, was hier so passiert ist in der Vergangenheit von Pinaconi, so wie ich da verstanden habe, ne? Und ja, gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst ein Like, ein Abo oder ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge.